Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir mal ein bisschen über Foreshadowings in One Piece reden. Und zwar bin ich nicht alleine. Ich habe einen Special Guest dabei und zwar den guten Akata. Jo, was geht? Und zwar, Leute, für die, die es nicht wissen, Foreshadowings, das gibt's in One Piece ab und zu, das in Cover Pages oder in Color Spreads oder ab und zu in so, ja, ich will nicht sagen Gemälden, aber so, ja, so komischen Bildern, wo halt die Strohhüte meistens irgendwas machen, ja, baut er so kleine Hinweise ein, die später in der richtigen One Piece Story sich dann für wahr befürworten irgendwie. Und als, um das nochmal zu untermalen, Leute, habe ich mit dem guten Akata auf seinem Channel drei Foreshadowings gemacht, also drei Foreshadowings vorgestellt, die wahr geworden sind schon in One Piece. So, und ich würde sagen, wir kommen auch mal gleich zum ersten, denn wir haben hier geplant, heute drei Foreshadowings vorzustellen, die wahrscheinlich noch kommen werden, wo einfach die, ja, die Hinweise so eindeutig sind, dass man sagen könnte, das passiert noch. Ja, und dann fangen wir mal an mit einem der bekanntesten Foreshadowings, und zwar dem, wo Ace tot gezeigt wurde, und zwar, Leute, bei Chapter 520 sah man vorne beim Color Spread die Strohhüte, wie sie Karten spielen. Und da hält der gute Ruffy den Joker, der in dem Falle, wo Brook drauf ist in dem Fall. Und Brook steht für tot und in der anderen Hand hält er ganz oben das Peak Ass. Und wir wissen ja alle, dass Ace, also Ace heißt ja Ass. Und seine Piratenbande hieß ja auch Ace of Spades, also Peak Ass Piratenbande. Das war auch der Name. Und Ruffy guckt auch genauso identisch wie in der Szene, wo er Ace in den Armen hält, wo er tot war letztendlich. Und das wurde sogar bestätigt von Oda, dass das wirklich ein Foreshadowing war, was er schon vorher eingeplant hatte. Und das war 60 Chapter vor dem Tod ungefähr, circa, von Ace Tod. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, nämlich was wir jetzt entdeckt haben. Und zwar, Leute, gibt es noch ein Color Spread, wo wir auch die Strohhüte Karten spielen sehen. Es ist fast das identische Bild, nur dass sie nicht in der draußen sind in der Freiheit, sondern in einem Raum. Und zwar, Leute, sitzen sie da. Ruffy hat so eine komische Jacke, wir blenden es hier ein. Und wir sehen diesmal Lysop, wie er einen Joker in der Hand hält, wo auch ein Totenkopf drauf ist. Und der Totenkopf wird wahrscheinlich auch wieder für tot stehen. Und ja, Sanji richtet seinen Finger wie eine Waffe circa auf ihn, so kann man so sagen, oder? Ja, er zeigt auf jeden Fall irgendwie auf ihn, aber ich glaube, der Fokus liegt hier auf Lysop, dass er halt genau das gleiche Gesicht macht. Und dazu kennen wir ja Lysops Lügen, und zu einer dieser Lügen hat auch gehört, dass er wie ein, ja, wie ein Kriegsheld so dort stehen wird und so sterben wird, und viele seiner Lügen wurden bis jetzt wahr, und ich glaube auch, dass das wahr sein wird und dass Lysop im letzten Krieg dann so sterben wird. Okay, kommen wir zum nächsten Foreshadowing, und zwar geht es hier um eine Theorie, beziehungsweise ja, eine Theorie von dem lieben Kagezume. Das können wir uns euch mal verlinken. Ich sag nur ganz grob, was er in dieser Theorie sagt, und gehe dann auf diese Coverpage ein. Und zwar geht es in dieser Theorie um Brook, dass seine Teufelsfrucht nicht nur das ist, dass er weiterhin so leben kann, sondern dass diese Teufelsfrucht so einen kleinen Beschützeraspekt hat. Denn wie wir wissen, Brook war bei der Königsgarde. Aber genaueres davon wissen wir nicht. Also viel mehr Infos haben wir da nicht, aber es ist Fakt, dass er bei der Königsgarde war und diese Teufelsfrucht wahrscheinlich bekommen hat, um vielleicht jemanden zu beschützen. Denn es könnte ja sein, dass seine Teufelsfrucht den Aspekt hat, dass er zum Beispiel, wenn jemand anderes stirbt, dass er im Austausch seiner Seele dann sozusagen diese Person, dessen Seele zurückholen kann und dann selber stirbt. Und das kann man sehr gut mit dieser Coverpage unterstreichen. Wie gesagt, wir verlinken euch die Theorie von Kage unten. Da könnt ihr das wahrscheinlich besser verstehen, was wir damit meinen. Und in dieser Coverpage, wie ihr sehen könnt, hier Sanji, er spielt Gitarre, und auf der Hülle der Gitarre ist ein Totenkopf-Symbol, und ja, das ist wahrscheinlich ein sehr großer Hinweis darauf, dass Brook entweder erscheinen wird oder dass er halt wirklich stirbt. Im Hintergrund zum Beispiel sieht man den Wal, auch Laboom, das war auch bevor man Brook überhaupt irgendwie gesehen hat, und es sieht für mich so aus, als ob Sanji sozusagen das Lied von Brook weiterspielt, denn zum Beispiel, als er der Crew beigetreten ist, hat er auch mit dem Tondial aufgenommen, was er halt zu Laboom sagen will, und das Lied hat er halt dort auch gespielt, was Laboom so hart gefeiert hatte, und ja, dieses Tondial ist in seinem Kopf, das heißt, er würde trotzdem sozusagen seinen Traum erfüllen. Und als wir zum Beispiel Reiju gesehen haben, hat Brook die irgendwie gekannt, weil er halt irgendwie bei der Königsgarde war, aber bei welchem Königreich? Könnte sein, dass er bei der Germa war, und es schien auch so, als ob er Sanji schon vorher gekannt hatte.
Ja, was auch ein bisschen mysteriös ist, dass die Strohhüte nicht untereinander reden, was auch immer bei Nico Robin noch so im Raum ist, warum sie nicht über die antiken Waffen spricht oder so, über die Revos, weil sie kennt ja Ruffys Vater. Und wenn das so ist, dass Brooke wirklich bei der Gamma 66 beziehungsweise bei den Windsmokes in der königlichen Garde war, dann... Ja, ist das wieder so eine Situation, wo man denkt, wieso reden die nicht miteinander? Aber ich finde die Coverpage von, das ist Coverpage 350 und das war gerade so, ja, Enes Lobby, nee, davor sogar Water 7 war das. Und wenn das ein Vorstellung war für Brooke, dann ist es auch in Ordnung, aber ich würde es auch eher so jetzt, ich würde eher in die Richtung tendieren, nämlich Brookes Tod. Wirklich, Leute, und am Anfang bin ich auch immer skeptisch so bei neuen Theorien, wenn das steht, ja, Brooke stirbt, so ist man klar, aber Leute, wirklich, am Ende... war ich wirklich überzeugt und das hat man wirklich selten bei Theorien, aber da ist es wirklich der Fall, deswegen guckt auf jeden Fall vorbei. So, wir kommen zum nächsten Foreshadowing, was möglicherweise oder höchstwahrscheinlich, kann man fast schon sagen, in Kraft treten wird, und zwar ist das von der Coverpage 372, das war so Enes Lobby gerade mit dem, ja, mit dem Wasserzug, und da war auf der Coverpage nämlich Bon Curry, also Mr. Two, wir kennen alle diese Transe, also mit der Transenfrucht, wurde ja letztendlich in Impel Down wieder eingeführt nach Alabasta. Und deswegen, Leute, dieses Foreshadowing, also auf der Coverpage steht, Mr. Two is famous for breaking out of a prison, also er ist bekannt dafür, aus Gefängnissen auszubrechen. Und wir wissen ja alle, dass er sich geopfert hat bei Impel Down für Ruffy und den anderen, damit sie, ja, schnell, oh Gott, Digga, ich kann nicht reden, so schnell wie möglich nach Marineford kommen. Und alle denken, das ist das Ende von Bon Curry, er wird nicht wiederkommen, er ist da jetzt gefangen. Aber Leute, diese Coverpage, die bei Water 7 Enes Lobby da war, da wurde schon gesagt, dass er bekannt dafür ist, auszubrechen. Und deswegen glaube ich auch, dass er ausbrechen wird, vielleicht in den 2 Jahren schon längst da raus ist, das könnte ich mir nämlich schon gut vorstellen, dass er schon raus ist und irgendwann jetzt in der Story auf Ruffy treffen wird, dass Ruffy auch sozusagen den Druck von sich hat, dass er nicht noch Bon Curry irgendwann mal befreien muss von Impel Down, weil er hat sich ja wirklich geopfert. Und ich denke, Ruffy, so ein Ehrenmann wie er ist, würde ihn auch irgendwann befreien. Ich denke nämlich, dass er ihn irgendwann treffen wird, dass er schon ausgebrochen ist, weil er ist ja bekannt dafür, Leute, laut der Coverpage. Ja, was denkst du dazu? Ja, es könnte ja sein, dass Ruffy denkt, dass Bon Curry schon tot ist und danach so ein geiler Auftritt von ihm, so eine extra Flotte mit den ganzen Transen aus Level 5.5 sollte es sein, wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja, oder vielleicht auch bei den Revos schon ist, bei Ivankov, weil er hat ja auch Ansehen bei Ivankov letztendlich erlangt, hat man ja gesehen, dass er vielleicht sich einfach angeschlossen hat und auch bei den Revos ist jetzt, kann auch sein. Ja, dass er zum Beispiel jetzt einfach ein Kommandant ist oder sowas, wird nicht ganz zu den Revos passen, eher so Verbündete, aber Ivankov, er ist die Obertranse Nummer 1 und ist bei den Revolutionären, also könnte trotzdem mit dazu passen. Ja, Leute, das war's mit dem Video, mit den 3 Foresharings, die höchstwahrscheinlich noch kommen können, weil es ist eigentlich oft schon sowas in Kraft getreten, also dass so ein Foresharing wahr geworden ist. Und wenn ihr dafür Beweise haben wollt, dann wie gesagt, guckt in der Videobeschreibung. Der erste Link ist ja zu dem Video von Akata und mir, wo wir 3 Foresharings vorstellen, die wahr geworden sind. Das wird euch umhauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sagt ciao und tschüss. Don't waste the clock. March to the drum of the number one spot. Born for this, victorious. Storms break out so glorious. It's too late, it's my fate. I can't turn around. There's no fear. Eine kleine Information noch am Ende, wer noch dabei ist jetzt gerade, und zwar der Whitebeard-Trainingssong Road to Whitebeard kommt am 21.10.2016, sprich diesen Freitag. Seid gefasst, auf meinem Channel wird er hochgeladen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Trailer. Du Lappen, geh mal besser Bank drücken. Du läufst auf Rücken, wenn du mich hier nur drum anmachst. Du rutschst der Film im Fitnessstudio, bin ich doch schon Stammgast. Wenn ich dich anfange, merkst du, dass die Welt vor dir einstürzt. Ich bin die Reinkarnation, Whitebeard.